Hallo und schönen guten Tag. Schön, dass ihr dabei seid. Es ist 14 Uhr. Nach langer Pause starten wir wieder mit einem kleinen Webinar. Mein Name ist Alexis Gebhardt, mit zuständig im Vertrieb und Ansprechpartner für alle und unsere Kunden und mögliche Kunden in der Dachregion und seit 2020 bei der Focus Labs mit dabei. Für die, die uns nicht kennen, wir sind die Focus Labs. Wir sind spezialisiert auf die Themen SAP Lizenzmanagement und Optimierung, SAP Rollen und Berechtigung und beim Prüfen und Überwachen von Geschäftsprozessen. Mit mir dabei zu meiner Linken ist der Peter. Hallo Peter, stell dich mal ganz kurz vor. Ja, ein wunderschön. Ja, wie gesagt, mein Name ist Peter Ratay. Ich werde heute durchs Thema führen. Werde hoffentlich sehr tief in bestimmte Sachen reingehen können, weil es dann doch heute relativ kompliziert wird. Aber wir schauen mal. Danke, Peter. Unser heutiges Thema ist die Umstellung auf RISE. Was erwartet uns in der kommenden Stunde? Wir lesen Ja. SAP, bitte? Mach mal, mach mal. Wir lesen, SAP hat eine lange Tradition von On-Premise-Systemen, aber bewirbt die Cloud wie verrückt. Was können wir daraus schlussfolgern, Peter? Das ist genau der Punkt, deswegen wollte ich jetzt gleich reinspringen. Das verwundert etwas, was wir hier gerade lesen von dem Christian Klein, weil ja eigentlich die SAP seit 2 Jahren oder seit 1,5 Jahren sehr die Cloud bewirbt und im Prinzip auch kaum noch der Meinung oder kaum noch Rabatte geben möchte auf On-Premise-Produkte. Dass jetzt mit einmal gesagt wird, also wir bleiben der On-Premise-Welt weiterhin treu. Ich meine, das ist ein bisschen eine Binsenweisheit, ne? Das sind große Unternehmen, das ist ganz klar. Nicht alles geht in die Cloud, aber da hat er auch wieder recht. Es gibt immer mehr Kunden und immer mehr Unternehmen, die mit bestimmten Teilprozessen in die Cloud gehen und manche eben auch mit RISE. Und das werden wir heute mal ein bisschen vertiefen und näher schauen. Wie sieht unsere heutige Agenda aus? SAP S/4HANA Option, Serviceleistung, Serviceoption. Dann kommen wir noch ins Spiel. Wie kann die Focus Labs mich, meinem Unternehmen hier unterstützen? Man denkt ja immer, wenn es in die Cloud mit RISE with SAP geht, muss man sich um nichts mehr kümmern. Ist das wirklich so, Peter? Sieht das so aus? Muss ich mich Ja, um nichts mehr kümmern? deswegen haben wir die Agenda jetzt im Prinzip genauso aufgestellt, um schon mal so ein bisschen klar zu machen, wo geht's hin? Also was muss ich alles machen? Natürlich gehe ich mit dem Gedanken erstmal, wenn ich sage, okay, wir gehen in die Cloud, so nach dem Motto, dann habe ich eine ganze Menge Probleme weniger, muss ich mich um nichts mehr kümmern oder um weniger kümmern und so weiter und so fort. Ist dem wirklich so? Und deswegen haben wir hier im Prinzip diese Punkte mal so ein bisschen aufgebaut und werden die vertiefen. Also sprich, was es so für Optionen gibt, Serverleistung ist jetzt nicht unbedingt unser Hauptthema, aber da werde ich auch versuchen, so ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Und Serviceoptionen, das ist ein relativ wichtiger Punkt. Also da muss man wirklich mal schauen. Da werden einige nachher ein bisschen überrascht sein, was da so alles rauskommt. Ja, und unterstützen können wir natürlich, was die gesamte Lizenzkiste betrifft, natürlich von A nach B und C und X und bis zu Z. Ne? Ja, wie oben schon von dir angedeutet, gibt es beim Wechsel in die Cloud einiges zu beachten. Haben wir ja einige Folien vorbereitet. Da kannst du uns bestimmt ein bisschen was erzählen dazu. Ja, und hier geht das Chaos schon los so ein bisschen, ne? Also wenn man sich das mal so ein bisschen anschaut. Wie ist denn die Zukunft eines ERPs überhaupt so gesetzt? Was kann ich machen? So, wenn wir jetzt gerade die blau unterlegten Sachen betrachten und daneben auf der rechten Seite, was alles geht und was man machen kann, ne? Dann wird es nachher schon interessant. Also ich kann viel Eigenverwaltung betreiben, ich kann eigenes Personal weiter betreiben, aber genau das möchte ich ja manchmal eigentlich nicht. Wenn ich in die Cloud gehe, gebe ich ja Verantwortung ab und hoffe dann nachher auch, dass das dort auf der anderen Seite verantwortungsvoll nachher auch erledigt wird. So, aber auf der anderen Seite ist dann auch wieder die Frage, das, was ich abgebe, gebe ich das einfach ab und hoffe, dass es funktioniert oder mit dem SLA dann nachher abgehandelt ist oder überwache ich das und kontrolliere das? Das sind alles solche Sachen. Gehe ich mit voller Wucht in die Cloud, also sprich alles, oder mache ich eine Hybridversion? Also das sind alles Fragen. Und wenn ich damit jetzt zur SAP gehe, dann kennt die SAP eigentlich meistens nur eine Antwort, die ihr angenehmsten ist. Und das ist natürlich dann nachher nicht unbedingt die dem Unternehmen nachher auch gerecht wird. Also schon an dieser Stelle, wo will ich überhaupt hin, muss ich mich entscheiden. Also wenn ich dann zu RISE gehe, dann muss es einen triftigen Grund geben. Und da sind eben diese ganzen Sachen, die hier zu sehen sind, mit Punkte, die bearbeitet werden müssen. Erstmal ohne SAP,
wenn es geht, mit jemand, der sich damit auskennt, ich sage mal so zum Beispiel wie uns, wenn wir unsere Weise recruiten, da komme ich aber später nochmal dazu, jemand, der die Möglichkeit hat, verschiedene Strategiewege zu betrachten und für das Unternehmen nachher auch monetär darzustellen. Ne? Und dann wird es interessant. Und wenn dann rauskommt, Rice, dann ist es okay. Ne? Und hier haben wir gleich den nächsten Punkt. Da ist es dann nachher die Frage, was ich eben auch schon gesagt habe, also was mache ich, ne, mit meinem ECC-System? Und wenn letztendlich die Reise dann rübergeht in die Cloud und ich mache die Cloud nicht mit einer ganz normalen On-Premise-Variante, die ich in die Cloud lege, das kann ich nämlich auch, und ich gehe dann wirklich auf die FOE-Variante mit RISE, dann habe ich im Prinzip entweder die SAP als Hyperscaler, ich kann mir noch einen aussuchen. Aber das werden wir nachher und später sehen. Die Preise, bleiben an der Stelle gleich. Und das ist auch an der Stelle schon wieder ein kleines Manko bei der ganzen Sache. Okay. Und SAP Server und Umgebungen. Punkt Infrastruktur, Peter, Server und so weiter. Regelt doch die SAP für den Kunden? Gibt es hier was zu beachten für den Kunden? Ja, das ist jetzt kommen wir sozusagen, jetzt bewege ich mich mal auf dünnem Eis. Ne? Aber sagen wir so, jeder kennt die ganz normalen Landschaften, die bei SAP im Prinzip Usus sind. Also ich habe meine Produktivlandschaft, ich habe mein Quali-System und mein Entwicklungssystem. So, und jetzt haben wir hier mal so ein bisschen ausgesucht, ERP und HR. Ich habe noch einen Cloud-Connector, Web-Dispatcher, was weiß ich. Aber wenn wir zur nächsten Folie gehen, dann sehen wir dann eigentlich auch schon, wie das sozusagen noch heftiger wird. Ich nenne das mal so ein bisschen, wir spielen Tetris. Jedes Unternehmen hat völlig unterschiedliche Systemlandschaften. Also haben entweder ein HCM mit dabei oder die haben noch ein BW mit dabei und was weiß ich nicht, Instandhaltungssysteme und so weiter und so fort. Jedes Unternehmen ist an der Stelle auch anders aufgebaut. Also ich kenne Unternehmen, die haben in der Tat, das ist jetzt nicht unbedingt gut, aber sie haben dann doch in der Tat bis zu 12-stufige Landschaften. So. Will jetzt keine Namen, aber ist auch egal. So, und wenn ich jetzt mit sowas, und ich jetzt sage, okay, ich gehe jetzt mal freudestrahlend in die Cloud, schüttelt die SAP einfach nur den Kopf. Ne? Damit geht man nicht in die Cloud. Schon die Dreistufigkeit ist schon streckenweise eine Frage, ob das geht oder nicht geht. So, und der Punkt bei der ganzen Sache ist es eben jetzt hier auch wieder, ich muss in dem Augenblick, wo ich jetzt sage, ich möchte ganz gerne wissen, wo es hingeht, geht es nach Rice oder geht es irgendwo anders hin, was nehme ich denn mit? Ne, also was möchte ich dann nachher in der Ziellandschaft wirklich haben? Welche Systemlandschaft will ich haben? Will ich das und das dreistufig haben? Brauche ich noch irgendwo eine Sandbox? Brauche ich noch dies und jenes? Ne, und weicht dann alles schon so ein bisschen vom Standard, was RISE betrifft, ab und bedeutet dann nachher auch mehr Kosten. Das muss man alles mit bewerten und alles mit sehen. Hier geht es im Prinzip darum, dass die SAP natürlich auch weiß, dass die Unternehmen relativ hilflos sind, wenn es Richtung Cloud geht, weil die haben das ja noch nie gemacht. Also wir haben keine Erfahrungswerte dazu und so weiter und bietet entsprechende Hilfen an. Aber auch das wieder muss man ein bisschen mit Vorsicht genießen. Es sind Hilfen von der SAP. Die sind streckenweise wirklich nicht schlecht und man kann viel daraus lernen, aber macht es bitte nicht alleine und macht es nicht alleine mit der SAP. Sucht euch wirklich jemand, der sich mit dieser Infrastruktur wirklich auskennt. Wir sind es zum Beispiel nicht. Also uns könnt ihr dann zum Beispiel nicht fragen, weil wir keine Server und keine tiefgreifenden Technikexperten sind, was das Server betrifft und was nachher die Verfügbarkeit und die Datenmigration betrifft. Da gibt es andere Unternehmen, die das sehr gut können. Und da gibt es zum Beispiel welche, die sagen, okay, wir migrieren euch eure Daten. Und die anderen sagen, na wartet mal, wir migrieren euch auch eure Daten, aber wir werden die auch gleichzeitig nochmal reduzieren. Also wir werden schauen, das, was ihr jetzt im Augenblick gerade benutzt, da gibt es eine ganze Menge, ich sag mal so, Zeug und Leichen, die da liegen, was niemand mehr benutzt. Und das muss man nicht unbedingt migrieren, das muss man vielleicht archivieren oder sonst irgendwas. Aber dafür gibt es Experten. Und das ist eben nicht die Aufgabe der SAP. Und wenn ich das, was wir eben hier auf der Folie auch gezeigt haben, wenn ich das alles benutze, und das kann ich benutzen, bin ich noch lange nicht am Ende. Ne? Da habe ich erstmal gerade sozusagen das 0815 gemacht. Und ich will aber nicht 0815 machen. Ich möchte ganz gerne, wenn ich in die Cloud gehe und wenn ich RISE mache, dann will ich voll optimiert da reingehen und dann will ich wirklich da hinten nur noch das haben, was ich wirklich benutze und brauche, und nicht wieder irgendwelchen alten Kram mit mir rumschleppen. Das betrifft jetzt die Infrastruktur,
genauso wie die Lizenzen. So, und dann kommt, wenn dem so ist und wenn ich das auch schon alles so ein bisschen vorgearbeitet habe, dann kommt die Qual der Wahl, ne? Wo will ich denn hin? Und wir sehen hier auf der einen Seite so ein bisschen die Wahlmöglichkeiten oder sagen wir so, das, was die SAP dann nachher auch vorschlägt, was man nutzen soll. Ne? Das sind diese T-Shirt-Größen, die man dort hat und das funktioniert alles. Aber auf der anderen Seite lässt sich die SAP natürlich nicht unbedingt aus darüber, was sie nachher an Leistung bringt. Ne? So, und da werden eben, man bleibt da, ich denke mal auch bewusst im Trüben, dass man im Prinzip die Performance, Leistung und so weiter, den Service nicht wirklich klärt, dass man nicht sagt, wo, was, wie ist, also welche Prozessoren, welche Kerne habe ich, was wird betrieben. Und eben auch, also ich kenne Beispiele von Kunden, die dann nachher gesagt haben, ja, hier gab es einen Ausfall, wir haben so und so viel Schaden gehabt und ihr habt gesagt, ihr macht den SLA, aber SLA kommen wir nachher noch dazu. Und dann passiert eben auch nichts. Da muss man halt ein bisschen aufpassen und muss dann oder sollte dann nachher auch planen. Dankeschön, Peter. Kommen wir zum nächsten Punkt, Services und SLAs. SAP und Service ist ja eine Geschichte für sich. Jeder kennt leidvoll die Behandlung von OSS-Meldungen. Wird jetzt hier vieles einfacher oder eher nicht? Da wird es ja bestimmt nochmal spannend. Das wird auch hier nochmal spannend. Also das ist ja eigentlich genau das, weswegen ich in die Cloud gehe. Ich sage, ich möchte ganz gerne mich nicht mehr darum kümmern, dass die Verfügbarkeit meiner Server gewährleistet ist. Ich möchte das gerne jemand anderen übertragen, wo ich der Meinung bin, er sollte das dann auch besser können als wir selber. Oder zumindest zu günstigeren Preisen. Das ist ja der Sinn der Übung. So, und dann werden eben solche komplizierten Service-Vereinbarungen gebaut. Und da wird gesagt, ja, das gibt es dann 99%, auch 99,5. Und da wird gesagt, wie, wenn das mit RISE läuft, was monatlich möglich ist an Ausfall. Und dann gibt es Möglichkeiten, diese Service-Level zu erhöhen, was allerdings dann nachher auch mit Mehrkosten auch wieder zu tun hat. Und hier muss ich in der Tat, also alle mögen sich bitte daran erinnern, wie das mit den OSS-Meldungen bei der SAP läuft. Also wie das funktioniert seit Jahren. Ich sage mal so ein bisschen bescheiden. So, und die Frage wäre jetzt, warum soll es jetzt um etliches besser werden, wenn das in der Cloud ist? Also ich habe nicht mehr die Möglichkeit, Verfügbarkeit irgendwie selber herzustellen oder zu gewährleisten, sondern ich muss das durch jemand anders machen lassen. Sondern wenn das dann, auch wenn ich einen Vertrag habe, also mir ist bis jetzt nicht bekannt, dass jemals die SAP für irgendetwas gerade gestanden hat, wenn was nicht funktioniert hat oder lange nicht funktioniert hat. Produktionsausfälle und so weiter und so fort. Also das wäre mir neu. Und ich ganz gerne, wenn irgendjemand von Ihnen da Informationen für mich hat, würde mich das interessieren. Sie geben sich natürlich extremst Mühe, dass nichts passiert. Das auf jeden Fall. Das ist völlig logisch. Aber alles ist eben halt menschlich. Ne? Also auch jeder kann mal was vergucken oder irgendwie nicht richtig aufpassen. Oder es dritte Gewalt, dritte Macht oder so. Ne? Also dann passiert irgendwas. So, aber das sind eben dann nachher die Sachen, die man hier machen kann. Und wenn wir jetzt, und das ist hier eine ganz lustige Folie, die ich hier zusammengestellt habe. Man muss das nicht lesen können, was Sie jetzt gerade hier sehen. Schauen Sie einfach nur auf die Farben. Ich sage Ihnen mal Folgendes: Das Dunkelgrüne ist das, also das, was Sie sehen, ist der Service Level Enterprise Vertrag in der Cloud Suite von der SAP. So, und ganz am Anfang wird definiert, was sind Standard-Services, das Dunkelgrüne, was Sie da sehen. Dann kommen die hellgrünen Sachen, das sind Sachen, die man über Aufpreis dann auch nochmal bestellen kann. Dann kommt das Gelbe, das ist. Oder Ocker oder Amber oder wie immer man das nennt, genau. Auch dafür müsste man, wenn das dann nachher mit Punkt werden soll, muss man das zusätzlich bestellen und natürlich auch bezahlen. Dann das Blaue ist auch klar. Und dann gibt es eben noch die Sachen, die kann man nicht mal kaufen, ne, was ausgeschlossen ist. So, und wenn wir uns das jetzt auf der anderen Seite ansehen, das sind 53 Seiten, die dieser Vertrag hergibt. So, und wenn ich nur die Farben betrachte, ne, dann sehe ich schon mal, was ist hellgrün, was ist gelb, was ist gar nicht drin. Also der gesamte Servicevertrag von der SAP
besteht nicht etwa in dem, dass Sie beschreiben, was Sie tun, sondern es besteht im Prinzip nochmal aus etwa der Hälfte, was Sie alles nicht tun. So, deswegen sollte man sich das genau anschauen und genau durchlesen. Macht keinen Spaß. Aber auch da kann man wieder, und jetzt kommen wir wieder als Experten, ne? Da kann man eben auch Experten dafür nehmen, die dann nachher sagen, okay, schaut mal nach und wir sagen euch dann, was ihr in eurem gesamten Lizenzgeschäft nachher auch nochmal an Zusatzleistungen braucht, damit ihr halbwegs auf der sicheren Seite seid. Und das ist erstmal nur der Service, ne? Das ist nur der Service und da sind wir noch gar nicht irgendwie bei irgendwelchen Katastrophen oder sonst irgendwas. Wir haben ganz viel recherchiert und geschaut und versucht, alle möglichen Dokumente auseinanderzunehmen, um das mal so ein bisschen deutlich zu machen. Auch, dass man als Unternehmen, denke ich mal, fast hoffnungslos unterlegen ist, wenn man an das alles denken soll. Weil, wie gesagt, wie anfangs schon mal gesagt, man macht diese Transformation, macht man nur einmal. Und man entscheidet sich auch nur einmal dafür, ob ich RISE with SAP mache oder irgendwas anderes tue. Und wenn ich einmal die Sache hier für das Unternehmen beschlossen habe, dass das so gemacht wird, dann muss ich im Prinzip die Erbsen zählen. Ne? Und dann muss ich schauen, wo brauche ich was. Und eventuell komme ich dann, und das kann eben auch passieren, eventuell komme ich dann sogar irgendwann zu dem Schluss, dass ich sage, das war zwar eine gute Idee, auf RISE zu gehen und das hätte uns auch Spaß gemacht, aber jetzt kommen so viele Sachen raus, die einfach für uns unsicher sind, die nicht abgedeckt sind, die uns langsam immer mehr zu teuer werden, weil ich jetzt das und das neu machen muss und dann kommt das Disaster Recovery mit dazu. Ne? Mit einmal kriege ich mit, oh, wie ist nicht dabei, muss ich extra bezahlen und so weiter und so fort. Dann auch noch wie. Entfernung muss ich auch noch, ne? Je nachdem, wie mein Unternehmen jetzt gerade liegt, habe ich Glück oder Pech. Das sind alles solche Sachen. Da habe ich dann wirklich ein Problem. Und ich sagte eben Erbsenzählerei, genau das muss ich tun. Ne? Also ich muss jeden einzelnen Betrag, jeden einzelnen muss ich zusammenzählen, muss ich in die Liste bringen, muss ich schauen, lohnt sich das nicht. Und wenn es sehr gut läuft, ne, dann weiß ich, was in meinem Unternehmen im Augenblick gerade an Infrastrukturkosten gebraucht wird, was die Personalkosten sind, was die Serverkosten sind und so weiter. Und dann könnte man eventuell auch auf die Idee kommen, dass man sagt, naja, Cloud ist ja eine ganz gute Sache, also ich möchte meine Infrastruktur schon abbauen, aber jetzt merke ich gerade, ich kann in die Cloud gehen mit RISE with SAP. Ich kann aber auch in die Cloud gehen, ganz normal, indem ich meine Systeme einem anderen Hyperscaler überantworte. Also nicht der SAP, die ja nachher die Systeme dann auch nur an andere Hyperscaler durchreicht, sage ich mal. Ich kann mir das aussuchen bei RISE with SAP, ob ich zu AWS oder zu Azure oder sonst was gehen will. Aber wenn ich das selber tue, ne, ich sage, nee, ich gehe auf S/4HANA, ich nehme nicht die FOE-Variante, also ich kaufe mir wieder ganz normale Lizenzen, also ich miete nicht, sondern ich kaufe, was auch charmant ist. Oder bin ich noch gar nicht dabei gewesen? Muss man auch wieder sehen. Ne? Also das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Mieten oder kaufen? Also gehe ich in die Cloud mit einer, ich sage mal so, mit einer On-Premise-Version. Also ich sage, ich gebe meine Systeme in die Cloud und gebe sie oder lasse sie von Azure oder von AWS betreuen. Das ist die eine Sache. Dann komme ich wahrscheinlich auch noch günstiger bei den Infrastrukturkosten raus. Aber dort kaufe ich dann eben, kaufe ich es Lizenzen und bezahle wieder Wartung und miete sie nicht. Gehe ich mit RISE in die Cloud, dann miete ich alles. Ne? Da kaufe ich nichts und da erwerbe ich keine Nutzungsrechte oder sonst irgendwas, sondern ich miete das und nach 3 oder nach 5 Jahren ist der Mietvertrag zu Ende. Und dann muss er wieder neu geschlossen werden. Und da habe ich den nächsten Punkt. Ne? Also ich muss schon im Vertrag sicherstellen, wie soll es denn nach 3 oder 5 Jahren weitergehen. Ne? Also die SAP bringt ja nicht umsonst alle eine neue Preis- und Konditionsliste raus. Da ändert sich in 5 Jahren eine ganze Menge. Ja, und wenn ich jetzt in diesem Jahr oder im nächsten Jahr danach mit den und den Kosten einsteige, kann das sein, dass die sich in 5 Jahren verdoppelt haben oder halbiert haben. Eins von beiden. Also das mit dem halbiert halte ich für ein Gerücht, aber ich sage bloß mal, die Möglichkeiten sind in alle Richtungen offen. Und das muss ich natürlich vertraglich dann nachher auch regeln. Ja, Peter, vielen Dank für deine kleine Hafenrundfahrt. Lass uns mal kurz zusammenfassen, wie es weitergeht. Machen wir doch. Ja, also machen wir eine Zusammenfassung. Also sagen wir, schauen wir mal, was müssen wir denn machen? Ne? Also unser Thema heute ist ja RISE und wir wollen sagen, okay, ich nehme mal an, ja, ich
ich hab diesen Entschluss gefasst und ich bin da felsenfest davon überzeugt, dass das eine gute Idee ist. Dann ist das der erste Schritt, obwohl ich der Meinung bin, das dürfte dann erst der letzte sein, weil erstmal muss ich alle Optionen schauen, um zu sehen, ob Rise wirklich die Option ist, die für mich die sinnvollste ist. Die anderen haben nämlich auch was. Aber wenn ich das dann tue, ne, dann muss ich eben, so wie es hier steht, eine ganze Menge machen. Ne? Also das macht sich nicht von alleine und das reicht nicht, wenn ich einfach zur SAP gehe und sage, macht mir mal ein schönes Angebot. Nein, ich muss richtig tief reingehen, ich muss mir meine eigene Infrastruktur angucken, ich muss schauen, wie sind die Bedingungen, die die SAP mir zur Verfügung stellt. Am besten ist, man macht auch noch mal so eine kleine Sandbox-Kiste, das mit der SAP verabredet. Pass auf, wir schauen mal, wie das geht überhaupt und wie das funktioniert im Kleinen. Und dann können wir vielleicht mal auch schauen, wie es im Großen geht. Oder man macht das überhaupt Schritt für Schritt, was für mich fast noch mit die sinnvollste Variante ist, dass man erstmal mit kleinen Applikationen nach und nach in die Cloud geht. Und wenn das dann alles nachher halbwegs so gut funktioniert, dann kann man auch diesen großen Schritt mit RISE machen, also sprich seine Hauptprozesse dann nachher in die Cloud verlagern. Und muss natürlich auch sehen, und bin ich einmal in der Cloud, habe ich diesen Schritt gemacht und der Weg zurück ist elendig schwer. Ne? Also ich kann nach 3 oder 5 Jahren nicht sagen, das funktioniert alles nicht, das ist alles doof. Ich möchte gerne wieder meine eigene Serverlandschaft aufbauen oder ich möchte irgendwo in die Cloud gehen und möchte dort das und jenes machen. Das wird dann schwer. Auf der anderen Seite muss ich es natürlich auch irgendwie im Kopf haben. Und sagen wir so, meine Infrastruktur nicht vielleicht wirklich komplett ausrotten und vielleicht dann doch nochmal so eine Art Disaster Recovery haben, was mich nachher vor den Ärgsten schützt. So, und wir haben wenig über das gesprochen, was wir an der Stelle tun können, also sprich, womit wir arbeiten und was wir machen. RISE with SAP ist nur eine einzige Möglichkeit, wo wir eben auch Unternehmen begleiten, bis sie danach in der Cloud sind und bis sie danach dort arbeiten. Und da gibt es ja die Möglichkeit mit diesen, ich mache jetzt mal nochmal so eine kleine Zusammenfassung, da haben Sie ja die Möglichkeit mit sogenannten FUIs flexibel Ihre Lizenzen, sagen wir so, zu bestücken. Für die, die es noch nicht wissen, sage ich es auch nochmal, für die meisten wird es jetzt wahrscheinlich schon langsam aus den Ohren kommen. Sie haben die Möglichkeit, auch wieder 4, 5 Lizenzen zu nutzen, die aber unterschiedlich mit sogenannten FUEs, Full User Equivalence nennt sich das, bestückt werden. Zum Beispiel ist ein Entwickler braucht 2 von diesen FUEs und ein Professional, dort ist der Advanced, der braucht eine und die Core-Lizenzen, die brauchen dann ein Fünftel und die Self-Service brauchen dann nur noch ein Dreißigstel. So, und das Schöne bei der ganzen Sache, das ist eben auch bei RISE halt das Schöne, ich bin flexibel, jetzt muss ich die SAP fragen, was ich wofür nehme, sondern wenn sich bei mir im Unternehmen strukturell irgendwas ändert, kann ich diese FUEs einfach hin und her schieben, wie ich lustig bin. Ne? Früher war es so, ich habe mir eine Lizenz gekauft, dann hatte ich die, die konnte ich nicht wieder zurückgeben. Jetzt kann ich einfach mit den FUEs wechseln und ich kann zum Beispiel aus einer FUE, also aus einem Advanced, kann ich mit einem Mal 30 Self-Service-User machen. Und das ist natürlich sehr schön. Und jetzt komme ich wieder zu ThankYou. Da brauchen Sie natürlich eine Software dafür oder da braucht ihr eine Software dafür, die diese Optimierung permanent vornimmt. Ihr seht, da ist einer weniger und dort sind 30 mehr, wird jetzt sofort umgestellt. Ne? Wenn man das ohne Software, wenn man keine Software dafür hat, dann bekommt man das nicht mit. Ne? Dann kauft man einfach neu und merkt gar nicht, wie sich das im Hintergrund gerade geändert. Ich denke mal, jetzt sind einige Fragen aufgepoppt, die beantwortet werden möchten. Wenn Sie, wenn ihr Fragen habt, einfach mal in die Kommentarspalte reintippen. Peter wird da umfangreich jetzt live dazu Stellung nehmen Ich und schlafe auf nicht die weg. Einzelheiten und Fragen eingehen. Wenn diese Fragen zu umfangreich geworden sind, gehen wir die auch im Nachgang nochmal an. So, hallo zusammen. Peter, danke fürs Bleiben. Wenn Fragen sind, sind Wenn Fragen. Fragen sind, Fragen, du sagst es. Aber bevor wir zu den Fragen kommen, würden wir gerne noch mal kurz eine Momentaufnahme machen mit allen. Und zwar, wo wir mit RISE stehen. Das ist eine kurze Online-Frage, besteht aus 4 Fragen mit Ja-Nein-Antworten. Keine Sorge, was die Compliance betrifft, das ist anonym. Man sieht die Namen der Fragen, also der Antwortgeber nicht. Es ist nur eine Momentaufnahme für uns alle, damit wir wissen,
wovon wir sprechen, wo wir gemeinsam hier stehen als Gruppe, sage ich jetzt mal, ich starte gleich mal. Und die erste müsste relativ bald am Screen zu sehen sein. Wir haben sie schon. Und zwar, haben Sie denn schon ein Angebot zu RISE mit SAP erhalten? Also hat die SAP schon zu Ihnen gesagt, gucken Sie sich das hier nochmal an. Ich lasse das einige Sekunden offen, damit jeder darauf eingehen kann. Bin dann gespannt. Für mich eine ziemlich spannende Frage. Sage ich auch gleich, warum. Ja, gib uns noch zwei, drei Sekunden, Peter. Dann werfe ich die Ergebnisse auf den Schirm und dann bin ich gespannt, was du sagst. So, ich schließe die Frage in 3 Sekunden. Ich schließe jetzt und werfe mal die Ergebnisse auf den Bildschirm. Nur 36 hätte ich jetzt mal. Also ich hätte jetzt das Wort nur verwendet. Du? Ich auch. Also nur 36 also dafür, dass die SAP, ich sage mal so, die vor 2 Jahren die Parole ausgegeben hat, nur noch in die Cloud. Ne? Da müsste ich doch jetzt mal schauen, was Parole die Parole gefällt mir. Haben. Parole ist ein super Begriff. Parole Cloud. Ne? Dann gehe ich da auf die Unternehmen zu und sage, pass mal, wenn ihr in die Cloud geht, wenn ihr RISE macht, dann können wir euch das und das anbieten. Die SAP weiß, welche Produkte da sind. Also die könnten maßgeschneiderte Angebote im Prinzip den Unternehmen geben. Ist eine gute Frage, warum sie es nicht tun. Also ich kann da jetzt nur mutmaßen. Ne? Also, ja, klar. Könnten wir nur noch die Glaskugel auspacken. Bevor wir das tun, springe ich zur Frage 2. Ich blende mal aus. So. Das ist der trübe Teich, in dem gefischt wird. Ja, genau, du sagst es. So, jetzt müssten Sie es gleich sehen. Ziehen Sie RISE mit SAP als mögliche Lösung überhaupt in Betracht? Also mal völlig unabhängig davon, ob die SAP auf Sie zugekommen ist oder nicht. Ist das bei Ihnen ein Thema? Steht es in der Pipeline? Ich würde jetzt mal 100% sagen, ja, weil ansonsten wären diese Leute nicht hier. Ja, du, manchmal geht es auch ums Informieren, manche erst in der Vorbereitung, let's see, lass dich überraschen. So weit weg bist du nicht. Ich habe jetzt mal gezockt. Ja, verstehe. Ne? Nicht, du, vielleicht mal Casino probieren. So, ich schließe in 3 Sekunden. Geht schief bei mir. Und werfe das Ergebnis auf den Schirm. Und schau mal, jetzt 100 sind es nicht, aber 92. Was ist mit den 8? Was könnte ein Grund sein, das nicht zu tun? Naja, also sagen wir so, Cloud, klar, ist man misstrauisch, was passiert mit meinen Daten. Ne? Also ich kann 10-mal gesagt bekommen, meine Daten sind sicher in der Cloud. Ich weiß trotzdem nicht, wo sie sind und ich weiß trotzdem nicht, wer dort alles rumlaboriert. Und an meine Server und meine Daten, sagen wir so, auch supported. Ne? Also so, und da gibt es dann uns, gibt natürlich auch eine ganze Menge Unternehmen. Also gerade wenn wir so, ich sag's mal jetzt so, Militär, Bundeswehr und so weiter und so fort, die haben dann natürlich auch eigene Punkte, wo sie sagen, nö, im Gegenteil, das werden wir nie tun oder so. Ne? So, aber die werden jetzt hier auch nicht, also die 8%, denke ich mal, die haben andere Gründe, warum sie sagen, wir gucken es uns mal an, vielleicht können wir nochmal umgestimmt werden, aber eigentlich wollen wir es nicht. Ja, ich wollte gerade sagen, es gibt ja auch vielleicht die Abwarter und die Leute, die sagen, ich habe noch Zeit. Es gibt ja auch bei allen anderen Innovationen und Vorschlägen, gibt es ja, vielleicht kennt das die Teilnehmer, Teilnehmerinnen auch, diese Skala, wo man sagt, es gibt die Early Adapter und es gibt nur noch die, die sagen, ich wechsle erst, wenn ich muss. Ich springe mal zur dritten Frage, damit wir ein bisschen weiterkommen. Wussten Sie, dass die Parameter des RISE-Vertrags die Leistung Ihres SAP-Systems beeinflussen können? Anders gefragt, ist das Webinar heute eine Überraschung für Sie? Also hätten Sie das eine mit dem anderen verbunden? Ich lasse das mal offen. Da bin ich gespannt. Also natürlich weiß man jetzt schon mehr, nachdem man zugehört hat und das gesehen hat, im Verhältnis zu zuvor, wenn man sich noch nicht damit auseinandergesetzt hat, aber ich bin jetzt wirklich gespannt. Ich schließe die Frage in 4 Sekunden ab jetzt. Ich schließe jetzt und werfe das Ergebnis für dich auf den Schirm, Peter. Schau mal. Naja, das ist doch schon mal kein schlechtes Ergebnis. Also wenn man schon mal vorsichtig ist und sagt, okay, also ich bin jetzt mal nicht so naiv und sage, ich gehe da mal in die Cloud mit RISE und dann sind alle meine Probleme geklärt. Die meisten wissen das jetzt schon, dass da, also es sind ja jetzt auch Erfahrungswerte schon rausgekommen. Ich meine, der Umstieg auf RISE wird, muss ich sagen, wird immer besser.
aber er ist eben nach wie vor holprig. Und die SAP muss sich natürlich auch oder schützt sich halt vor Regressanfragen. Ne? Das ist ganz klar. So Es und scheint auch eine Regionssache zu sein, weil wir hatten eine Session, wo sich das ungefähr die Waage gehalten hat. Also, wo die Leute gesagt haben, 50-50, also circa, wo die Leute gesagt haben, ich habe das eine mit dem anderen nicht verbunden. Also, ich habe jetzt nicht wirklich darüber nachgedacht, dass ich tatsächlich vielleicht mein System verlangsame, meine Prozesse, dass ich an bestimmte technische Dinge und Parameter denken muss. Na, Ich springe mal zum grundsätzlich. letzten von den vier und erzähl ruhig, ich mache was. Genau, ich erzähle zwischendurch noch. Also grundsätzlich ist es so, dass im europäischen Raum die Skepsis gegenüber Cloud-Produkten immer noch höher ist als in der Welt ansonsten. Ne? Andere gehen da relativ unbedarfter mit ihren Daten um. Hier ist man dann doch, zumindest Deutschland, so German Angst. Ne? Keine Ahnung, Ja, was die. wobei ich das jetzt auch anders interpretiert hatte. Also für mich ist ja das eine, habe ich darüber nachgedacht, zu RISE zu wechseln, oder war ich mir dessen bewusst, dass wenn ich das tue, ich mitunter Performance Ja, Themen ist habe. schon richtig. Aber sagen wir so, hier sind eben die Skeptiker dann eben dann doch mehr und die gucken dann auch genauer hin und sagen, okay, was könnte es denn da gewesen sein? Ja, genau. Die letzte von den vier. Haben Sie die Gesamtbetriebskosten, die TCO von RISE mit SAP mit jenen von S/4HANA Perpetual verglichen? Also ja, das geht jetzt weg von dem Performance-Thema, aber grundsätzlich sind Wow. Sie in der Lage und oder waren Sie schon in der Lage, die Sachen miteinander zu vergleichen, bevor Sie eine Entscheidung treffen und nicht umgekehrt? So, und ich denke mal, wenn ich so ein Advisory Q und das Feedback der Leute denke, sagen, ah, das hätte ich gerne vorher gewusst, dass ich das machen kann, bevor ich hier die Entscheidung treffe. Ich zeige dir mal die Antwort, die finde ich ja kritisch, gemessen daran, dass es schon Möglichkeiten gibt. Ich zeige dir das mal, Peter. Schau mal hier. Nur 20 sagen ja, haben Wow. verglichen, 8% nein. Finde ich hart. Das Du? haut mich weg, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da bin ich jetzt echt erstaunt, weil das ist ja eigentlich die Grundbedingung, die man macht, ne? Also was will ich denn? Oder sagen wir so, lohnt sich das überhaupt? Also wenn ich nicht vergleiche, also die einzelnen Varianten, und das ist ja das, was wir mit unserer Advisory Queue im Prinzip die ganze Zeit machen, jetzt schon in den letzten Jahren, dann laufe ich sage es mal so ganz böse, eventuell wirklich ins offene Messer. Ne? Also ich lasse mir, und das gibt sie, und da kommt die Frage jetzt, die vorher war oder vorhin war, so nach dem Motto, schon mal ein Reisangebot bekommen, jetzt weiß man warum. Ne? Also wenn man gar keinen Vergleich macht, ne, kann ich mit so einem Reisangebot auf das Unternehmen zukommen und kann sagen, pass mal, guck mal, das ist doch eine super Sache. Ne? Mach mal. So, und es sieht so aus, ja, ist eine super Sache. Und das habe ich auch schon ein paar Mal so erlebt, ne, wo die Unternehmen gesagt haben, Mensch, das, was sie uns hier vorschlagen, ist ja klasse. Ne? Wo soll ich unterschreiben? So, wenn du vorher aber nicht die Analyse machst, ne, viele sagen, ja, ich mache so eine Analyse, ich will da, warum soll ich denn dafür Geld ausgeben? Ich sage es mal so, wenn es um 300, 400, 500.000 Euro geht, ich fange an zu knausern mit einer Analyse, die vielleicht 20.000 bis 70.000 Euro kostet. Da weiß ich nicht, was da sinnvoll ist. Ne? Also, wenn ich rausbekomme, dass der Weg, den ich da gerade gehen will, egal ob es bei RISE ist oder S/4HANA in die Cloud mit meinem ERP-System und was weiß ich nicht alles, mir nachher zeigt, die Variante spart mir eine halbe Million. Ne? Dann werde ich meine Überlegung mit RISE nochmal überdenken. Ich habe das Gefühl, das liegt daran, dass man sagt, die SAP kenne ich, das ist ein Partner, mit denen sind, ne, also ich schaue mal das mit ihnen an, ich vertraue da, vielleicht sogar mehr als ich sollte. Und andererseits, wenn du mir das so vorschlagen würdest, würde ich zuerst die Firma oder das Tool, das mir offensichtlich anbietet, hier vorher was zu checken, würde ich gerne testen wollen. Ich würde, also die Frage ist ja nicht, wäre das eine gescheiter als das andere, wäre das eine besser als das andere, sondern funktioniert überhaupt, was ihr tut, wenn ihr das anbietet? So würde ich es bewerten, wenn du mir mit einer Analyse kämst. Ne? Dafür gibt es ja Kommt den in, POC beispielsweise. das ist dann nochmal der zweite Punkt. Ne? Also funktioniert das überhaupt so, wie ich das mir da vorgestellt habe? Also einmal ist der Kostenfaktor und dann fahre ich da vorm Poller, weil bestimmte Sachen einfach nicht so funktionieren, wie ich mir das vorgestellt habe. Oder weil ich eben im Servicevertrag bestimmte Sachen gar nicht habe, die ich aber brauche. Ne? Also wie gesagt, habe ich ja vorhin genug erzählt darüber. Das ist eben halt komplex und da muss man und bleibt dabei. Man suche sich Leute, die sich damit auskennen, weil die Unternehmen machen das erste Mal und das machen sie auch die nächsten 20 Jahre nicht nochmal.
Also sollen sich Leute suchen, also gerade bei der Datenmigration, bei der Hardware-Betrachtung und gerade bei den Lizenzen sind sie dann halt bei uns richtig Experten suchen. Ne? Also Leute, die dann, also ja, nein, ich will jetzt keine Namen nennen, aber es gibt wirklich kleine, feine Unternehmen, die sowas wirklich können. Es gibt auch größere, die es können. Es gibt wieder größere, die tun so, als wenn sie es können. Man darf gerne auf uns zukommen und kann uns fragen, was wir denn empfehlen würden an bestimmten Stellen, wo wir es dann nicht machen. Ne? Also wie gesagt, ganz, ganz blank sind wir an der Stelle ja auch nicht. Stichwort Frage. Eine Frage geht, da geht es um eines deiner Kinder, Peter. Und zwar läuft SendQ auch mit einem SAP Public Cloud oder mit dem Private Cloud System, wenn ich SendQ als dein Baby bezeichnen darf? So, ja, genau. Ja, ein bisschen ist es das ja. Also, Public Cloud, eh eine schlechte Idee. Ne? Also da habe ich so enge Leitplanken von der SAP. Die SAP bestimmt, welche Third-Party-Applikation ich da reinnehmen kann. Und SendQ ist es dann wahrscheinlich nicht, weil das wird sie stören. Private Cloud, ja, geht. Aber, Entschuldige, aber läuft SendQ drauf, ist ja die grundsätzliche Frage. Also läuft SendQ mit einem SAP Public Cloud oder Private? Laufen tut es überall. Ne, das ist ja, ich meine, die SAP hat ja nicht das Rad neu erfunden, sondern das ist das Gleiche bloß, also die gleiche Technologie, die gleiche Programmierung, bla bla bla, ein paar Sachen verändert und so weiter, aber ansonsten nichts Neues. Und wir haben uns natürlich, wir haben ja nicht in den letzten 13 Jahren nichts gemacht, sondern SendQ wird ja permanent an neue Funktionalitäten, an neue Technologien und so weiter angepasst, eben damit es geräuschlos im Hintergrund läuft und automatisch die Lizenzen optimiert. Ne, darum geht es ja. Und das macht es eben auch in der Cloud. Public wird es schwer überhaupt für Third-Party-Applikationen. Muss man mit der SAP verhandeln? Meistens sagen die nein. Wie sieht es beim Disaster Recovery und beim Application Monitoring aus? Ja, also jetzt nicht unbedingt ein Steckenpferd von uns und auch nicht, da sind wir jetzt keine Experten. Ne? Aber man sieht ja schon, mit 17% lässt sich die SAP das Disaster Recovery nochmal extra bezahlen. Macht außerdem nochmal eine Unterscheidung, wie weit sozusagen die Server voneinander entfernt sind, wo das dann nachher abgespielt wird oder wo das dann nachher gelagert wird. Ich wiederhole denen das Gleiche, was ich vorhin gesagt habe. Also wir sind es jetzt mal nicht. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass wir die großen Experten sind, die im Unternehmen dabei helfen können, dort die genauen Vertragsinhalte zu machen. Aber wir haben Partner, die das können. Ne? Also deswegen haben wir ja heute auch dieses Webinar gemacht. Ich habe mal versucht, die ganzen Themen, auch die jetzt nicht unbedingt die unseren sind, mal ein bisschen zusammenzufassen. Wir kennen sie, wir haben sie im Auge und wir haben natürlich auch Unternehmen, die mit SendQ arbeiten, die uns holen, um mit WiseryQ zu arbeiten und die dann nachher eben in der Lage sind, solche Fragen dann auch nachher auch zu beantworten. Ist ja Ja, für total uns. legitim. Ja, genau. Also das ist ja sozusagen hier nicht Draht auf Draht an sich, sondern wir sagen, das ist unser Steckenpferd, da kennen wir uns absolut aus. Und bei den Themen, die uns nicht fremd sind, aber wo wir keine Experten sind, haben wir ein Netzwerk. Ja, ich nehme das mal so als beantwortet, weil ich lese alles Genau. ungefähr. Ja? Naja, wir machen es genauso, wie ich das jetzt den Unternehmen gerade vorschlage. Ne? Also ich versuche jetzt nicht, mich in ein Gebiet reinzumogeln, wo ich keine Ahnung habe. Ne? Da frage ich über Leute, die sich damit auskennen. Ne? Und Ja, die der schon lässt mir auch verbrannte lange Erde, das kennen. hilft nicht. Ja. Ich Die springe kommen in. ja auch zu uns. Die kommen ja auch zu uns und sagen, pass auf, wir haben von den Lizenzen keine Ahnung. Helft uns mal hier. Ne? So machen wir das. Ich springe mal auf die andere Plattform. Also wenn Sie heute hier keine Fragen haben und welche fallen Ihnen später mal ein und Sie sagen, ah, das war noch ein Thema, das nicht abgedeckt wurde, dann bitte einfach eine E-Mail an labs@focuslabs.com. Das ist eine Adresse, wo die Sachen verlässlich ankommen und auch weitergeleitet werden. Also keine Sorge, damit wir nicht sozusagen auf der persönlichen E-Mail-Ebene miteinander kommunizieren. Ansonsten ist Peter auch auf LinkedIn vertreten, man kann ihn direkt kontaktieren. Es Ja. bleibt nichts unbeantwortet grundsätzlich. Ich springe jetzt mal das sagend in den E-Mail-Ordner rein und lese einfach die erste gefilterte heraus, so wie sie steht. Wie lange dauert ein Visory-Projekt normalerweise? Kann man irgendwann einmal zu spät dran sein damit? Bisschen angeschlagen. Also, weil ja, WiseryQ-Projekte sind natürlich unterschiedlich lang. Es kommt ein bisschen damit darauf an, wie groß ist das Unternehmen.
Wie ist die Zusammenarbeit mit der SAP und so weiter und so fort? Wie ist die Datenlage, die uns der Kunde geben kann? Hat er Ordnung, hat er keine Ordnung? Ne, das sind alles solche Sachen. Aber ich sage mal so, durchschnittlich 2 bis 3 Monate im Projekt. Wenn wir das abgeschlossen haben, also wenn wir sagen, okay, wir haben jetzt eine Strategie und das könnt ihr jetzt machen und jetzt holt ihr euch mal von der SAP bestimmte Informationen ein, dann stehen wir natürlich auch nach Projektbeendigung, sage ich mal, zur Verfügung, um die Angebote nachher auch nochmal zu sichten und zu sagen, pass auf, jetzt macht ihr das so und so. Und das kann dann eben halt so lange dauern, wie man mit der SAP verhandelt. Ne? Also da sind wir jetzt nicht, also da hauen wir jetzt, sagen wir jetzt nicht so nach dem Motto so und jetzt Schluss und finish und jetzt könnt ihr bleiben, wo der Pfeffer wächst. Nein, wir bleiben dann auch für den Kunden erreichbar und machen dann nachher oder unterstützen die weiter, wenn es da Fragen gibt. Eine weitere legitime, finde ich, Stichwort Einbahnstraße oder Sackgasse. Wie komme ich aus der Cloud wieder zurück, wenn sich das als Ja. falscher Weg herausgestellt hat? Und du lachst schon. Tja, sehr schöne Frage. Ich sage es mal ganz, ganz böse, eigentlich so gar nicht, ne? Das ist im Prinzip auch so ein bisschen der Punkt, warum die SAP das ganz gerne hat, wenn alle in die Cloud gehen. Weil der Rückweg ist relativ ausgeschlossen oder zumindest der sehr, sehr kostspielig. Ne, also ich kann mir ein Fallback-Verfahren ausdenken, dass ich sage, aber ich gebe ja die Nutzungsrechte der Lizenzen, die ich mal gekauft habe, die gebe ich ja auf. Ne, also ich habe auch mal gesagt, eigentlich habe ich ja Lizenzen gekauft und die habe ich ja noch und wenn das dann nach 5 Jahren nicht funktioniert, dann nehme ich die alten Lizenzen wieder. Dann hat mir ein Rechtsanwalt mal gesagt, nee, der hat keine Lizenzen gekauft, der hat Nutzungsrechte gekauft. Ja, und das bedeutet, wenn ich einmal sage, ich gebe die Nutzungsrechte auf, ne, dann zahle ich keine Wartung mehr dafür und dann ist das auch weg. So, und dann bleibt mir nur der komplette Neuanfang. Und das kann teuer Du werden. meinst, man hat auch nichts in der Hand, mit dem man argumentieren, also man kann jetzt groß formuliert, man hat auch kein Druckmittel in der Hand, in Wirklichkeit zu sagen, ich habe das hergegeben. Naja, Wenn ich die also Frage jetzt an dich stelle. ich habe jetzt mal den Worst Case, ne, aber was ich jetzt machen würde, wenn ich sage, okay, ich gehe in die Cloud und die nächsten 5 Jahre, und dann würde ich der SAP sagen, passt auf, wir beenden das jetzt mal, aber die Nutzungsrechte kann ich nach 5 Jahren wiederkriegen, wenn ihr hier nicht das geliefert habt, was ihr liefern solltet. Ne, und das kann man dann auch wieder definieren und dann kann man es mal beobachten und dann. Aber der Punkt ist dann natürlich, in 5 Jahren hat man natürlich dann nachher ja auch die Infrastruktur abgebaut und so weiter, muss man dann nachher wieder alles neu machen. Aber da würde ich jetzt wiederum sagen, das kann dann auch wieder eine Chance sein. Ne? Also wenn ich sozusagen meinen ganzen Filz in 5 Jahren abschalte und sage, okay, das hat in der Cloud alles nichts gebracht, ich fange neu an und zwar jetzt on-premise wieder und baue auch die Infrastruktur wieder neu auf. Und davon abgesehen, dass die in 5 Jahren viel, viel günstiger sein wird als jetzt, habe ich dann auch die Möglichkeit, sozusagen alles so zu machen, wie ich es wirklich brauche und nicht zu viel. Also da sind dann auch Chancen dabei. Ne? Also nicht nur, ich muss es bloß im Vertrag gut regeln. Aber da sind wir dann wieder dabei. Da helfen wir dann auch. Eine Frage, die, wie ich finde, von dem Entscheidungszeitpunkt dazu passt, ist, muss ich mich vor allem anderen, ich muss das nochmal lesen, muss ich mich vor allem anderen zuerst um die Lizenzbereinigung kümmern? Ach so, oder kann ich das auch danach machen? Ist das der erste Schritt? Habe ich was verpasst, wenn ich das später tue? Ja, ich habe den Mist ja dann mitgenommen. So hätte ich es ja interpretiert, wenn ich dir mal zuhöre bei dem. Du siehst mich gerade milde lächeln, ne, bei der ganzen Sache. Also, wenn ich, das bete ich schon eigentlich seit Beginn von ThankYou. Ne? So nach dem Motto, optimiert bitte eure Lizenzlandschaft. Ihr seid meistens zu 80% überlizenziert. So, und wenn ich das jetzt nicht mache, also wenn ich kein ThankYou nutze, wenn ich einfach sage, okay, ich weiß, was ich gekauft habe und ich gehe zur SAP und sage, okay, macht mal eure SAR-Analyse, dann sagt die SAP, okay, du hast jetzt die und die Lizenzen, 20% brauchst du mehr, musst du noch dazu kaufen und dann ist gut. Ne, das war jetzt mal so ganz lapidar und lax gesagt. Nein, so ist es halt nicht. Ne? Also es ist wirklich so, dass die meisten Unternehmen, dadurch, dass sie eben nicht wissen, was die einzelnen User wirklich benutzen, meistens zu viele Lizenzen gekauft haben. Und jetzt ist eigentlich die einmalige Gelegenheit, wieder sozusagen auf einen Sockel runterzukommen, der passt, ne, der optimiert ist, also kostenoptimiert und trotzdem compliant. So, und dann kann man in die Zukunft gucken und kann sagen, brauche ich vielleicht in den nächsten 3, 4, 5, 6 Jahren noch ein bisschen mehr, dann kann ich das jetzt
eventuell gleich mitholen oder ich hole es später. Das ist jetzt wieder eine Frage der Strategie. Da muss man schauen, was ist der sinnvollste Weg. Aber das ist ja wieder das, was wir dann nachher mit Advisory tun. Stichwort Cloud und eigentlich ein Kommentar eher. Da schreibt ein Kollege, ich habe mit der SAP in der Cloud schon einen Datenverlust gehabt. Also offensichtlich fühlt sich das jetzt nicht so wahnsinnig sicher an, jetzt, wenn ich das jetzt so vorlese. Das hatte ich Ich hätte es ja vorhin. anders interpretiert, Leinhaft. Entschuldige, bevor du antwortest. Ich hätte mir ja gedacht, Cloud super, immer alles in Ordnung, dann kann mir nichts passieren. Besser als ein Offline-System. Nein, Offensichtlich. sind auch unsere, hatte ich ja vorhin schon gesagt, ne, dass ich ein Beispiel kenne, wo da nachher echt ein Schaden entstanden ist, weil Datenbanken übergelaufen sind und sogar zugefahren wurden. Der SLA eigentlich eindeutig war, aber dann doch. Man halt nichts machen konnte und man mit dem Verlust halt leben musste. Und das ist natürlich dann, das ist dann bitter, ne? Eine habe ich noch, da steige ich aus, das ist ein Ding. Umfasst ein RISE-Vertrag nur die ERP, S4-Systeme oder auch etwaige HR, ECC-Systeme, BW-Systeme etc.? Kannst du da was sagen, Peter? Alles. Also ich kann dort alles drin haben. Viele Sachen muss ich extra bezahlen. Also gerade diese HVS-Versachen, also HCM und so weiter. Da gibt es jetzt neue Metriken, die werden neu dimensioniert. Für bestimmte Sachen brauche ich keine User-Lizenzen mehr. Da gibt es den sogenannten Engine-User, den ich dann nutzen kann. Der kostet nichts, aber dafür muss ich das Ding nachher über Employees lizenzieren. Das heißt, ich muss sozusagen pauschal eine Lizenz bezahlen für die Funktionalität. Aber ansonsten kann man alles da drin nutzen. Das ist alles da. Das Ist nicht heißt immer auch, wir können, ja. nicht immer ganz günstig, wollte ich sagen. Da können wir vorstellen. Können wir bei der Evaluierung eines RISE-Vertrags helfen? Also sprich, bevor praktisch einen Expertenblick drauf werfen oder nach dem Vier-Augen-Prinzip, bevor man unterschreibt, macht das Sinn? Unser Job machen wir. Also es ist genau das, was wir im Augenblick permanent machen für die Unternehmen, ne? Weil wir wissen, dass die Unternehmen im Prinzip da relativ hilflos sind, machen wir das eben und sagen, pass auf, das ist das, was ihr gerade habt. Das ist das, was, das sind die Äquivalenzprodukte, die es dafür gibt. So und so ist die Preissteigerung. Also günstiger wird nichts, kann ich jetzt schon mal sagen. Wie kann man das auffangen? Was kann man machen? Und so weiter und so fort. Das sind die Sachen, die wir tun. Tag für Tag. Welche Angaben muss ich machen, um ein Visory-Q-Projekt zu starten? Ich interpretiere das so wie die Frage, was braucht ihr von mir? Und vielleicht auch die Antwort, wie viel sehen wir? Also ist das auch eine Vertrauens- oder eine Compliance-Sache, wenn wir zusammenarbeiten? Was sagst du, Peter? Das wollte ich jetzt gerade sagen. Das ist jetzt eine Frage, die hier grundsätzlich so ein bisschen zu weit. Also das hat ist eine Frage mit Compliance und mit Confidential und so weiter und so fort. Also das besprechen wir dann mit den Unternehmen direkt. Aber so viel kann ich schon sagen, die Unternehmen haben meistens alles da, was wir brauchen, damit wir ihnen helfen können. Also haben noch keinen anderen Kein Fall anderes gehabt. Szenario. So chaotisch, dass da geht gar nichts. Das ist ja das Schöne mit ThankYou, dass wir, auch wenn alles chaotisch ist, wenn die Verträge aus einem Papierkorb gelandet sind oder sonst irgendwie, ne, es gibt die Lagerung der Lizenzen jetzt auch im SAP, SAP for Me und so weiter, was wir aber gar nicht unbedingt brauchen. Was wir zumindest sehen, ist, was dann wirklich genutzt wird. Und dann fangen wir an zu schauen, was braucht ihr und so weiter. Das ist unser Tagesgeschäft. Um ein bisschen was an die Hand zu geben, also grob kannst du sagen, was uns der Kunde sagt. Ich rede jetzt nicht von Details, sondern in einer Bullet Point Stichwortliste. Was brauchen wir von den Leuten, wenn wir Visory Q drüber schauen lassen? Müssen schon mal wissen, was ist mal irgendwie gekauft worden, also wir schauen danach auch mal oder fragen den Kunden, habt ihr einen Firmenrabatt bekommen oder gar keinen und so weiter und so fort, wie hoch ist der, solche Sachen, ne, da geht es dann schon los. Und wie gesagt, was sie an Lizenzen haben und was sie benutzen, das kriegen wir von alleine raus. Verstehe, das ist ein Joint Venture von Visory Q und SamQ, wenn ich dich richtig verstehe, sozusagen. Genau, Alles ja. klar. Okay, ich check noch mal kurz, ob noch was Neues eingegangen ist. Multitasking, das ist ein EP-Anfall noch gering hier bei den blinkenden Dingen. Alles in Ordnung. Diesmal sind wir durch. Wenn noch Fragen anfallen, ich habe es vorher gesagt, bitte an labs@focuslabs.com.
Wir haben auch einen ganz guten Überblick auf der Website für Top Level, um sich mal grundsätzlich zu informieren, für die Leute mit Lesevernachlässigung auch kurze Erklärvideos, für die anderen, die lieber in Broschüren blättern, PDF-Downloads, wie man auch mag, und ansonsten gerne den Peter direkt auf LinkedIn stalken. Der ist leicht zu finden und freut sich über Brainstorming über das Thema. Genau. Wir werden den Link zu dem Recording von dieser Session in einigen Tagen, meistens sind es 2 oder 3, noch zur Verfügung stellen und nachschießen, wenn Sie das nochmal anschauen wollen oder wenn Sie es mit Kollegen teilen wollen. Und ansonsten auch gerne Feedback, wenn Sie das Gefühl haben, es fehlt ein Thema, es brennt Ihnen noch irgendwas auf der Seele, wo Sie sagen, die Focus Labs Experten und Expertinnen könnten hier nochmal ein Webinar draus machen. Peter, deine letzten Worte, also nicht für immer, sondern für heute. Ja, also ich bleibe dabei. Bitte fragt Leute, die sich damit auskennen. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ja. Dann nehme ich das als Schlusswort. Danke Ja. herzlichst für die Teilnahme. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüssi.